Jeden Dienstag wird in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Oberschule in Heinsberg Line Dance trainiert. Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer in Reihen vor und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus den Kategorien Country und Pop stammen. So steht's bei Wikipedia. Und so wird es wohl auch sein bei den Free Valley Liners, der Line Dance Abteilung des SC Freital. Nach einer kurzen Erwärmung geht's los, hochkonzentriert, motiviert und vor allem aber gut gelaunt. Wir haben 2009 mit Line Dance angefangen, sozusagen die Urform der Gruppe, und haben uns 2011 mit dem Heinsberger Sportverein verbunden. Wir sind praktisch unter das Dach gekrochen und sind jetzt natürlich beim SC Freital. Wir trainieren jeden Dienstag hier von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Das ist richtig Sport, auf der einen Seite für den Körper, auf der anderen Seite aber auch für den Geist. Weil jeder Tanz hat eine bestimmte Choreografie. Es gibt nicht allzu viele Grundschritte, aber man muss sich für jeden Tanz die Choreografie merken, die möglichst auswendig lernen, damit dann auch die Schritte dazu passen. Die Choreografie für einen bestimmten Tanz ist im Prinzip auf der ganzen Welt gleich. Ob Sie in Amsterdam auf den Saal gehen und dort Line Dance tanzen und jetzt kommt ein bestimmtes Lied, bestimmter Titel, hat genau dieselbe Choreografie, wie wir hier lernen. Deshalb ist das auch überall gleich. Also kann Line Dance ein völkerverbindendes Ereignis sein. Und diese Schrittfolgen müssen natürlich auch trainiert werden. Die Free Valley Liners haben sich dazu Grit Obstfelder nach Freital geholt. Ja, also mein Name ist Grit Obstfelder. Ich bin NTE-Tanztrainer und ich tanze seit 2004. 2011 habe ich dann meinen Trainerschein gemacht und 2013 bin ich hier nach Freital gekommen, um die Tanzgruppe zu übernehmen zum Trainieren. Für viele, die Line Dance nicht kennen, ist es vielleicht sogar kein richtiger Sport. Kann die Trainerin dieses Vorurteil entkräften? Das kann man mit Sicherheit entkräften. Also wenn Sie die ganze Zeit hier dabei sind, dann werden Sie auch merken, dass wir hier ganz schön ins Schwitzen kommen. Wir haben am Anfang immer eine kleine Erwärmung, dass die Muskeln warm werden. Und dann haben wir so 7, 8 Tänze, die wir in einer Stunde durcharbeiten. Und dabei wird halt am Anfang einmal trocken durchgezählt. Wenn neue Tänze sind, da dauert es natürlich etwas länger. Und dann wird halt der Tanz durchgearbeitet. Und wie man dann sieht, also auf jeden Fall Gehirnjogging und körperlich auch anstrengend. Line Dance kann jeder mitmachen. Selbst jemand, der leichte körperliche Beschwerden hat, schon, kann das natürlich mitmachen und kann dadurch vielleicht auch noch seine Beweglichkeit weiter ins hohe Alter erhalten. Ein Problem der Line Dance Gruppe Freital ist der fehlende Nachwuchs. Und was noch? Ja, das ist unser großes Problemchen. Genauso wie so der Männermangel. Es wäre schön, wenn, also die Tanztruppen machen ja immer mal so bei Dorf- oder Stadtfesten ihre Auftritte. Und wenn die sich dort schön präsentieren und auch peppische, moderne Rockmusik, wo wir die eventuell die Jugend mal greifen könnten, dort vorführen und auch solche Mitmachtänze bei diesen Stadtfesten oder so haben, dann kriegen wir vielleicht mal wieder Nachwuchs. Oder auch, dass wir an den Schulen wie so eine Ganztagsangebote kriegen, dass da die Tanztrainer auch reinkommen und dann vielleicht sich ein paar tanzinteressierte Jugendliche und hoffentlich auch mal männliche zum Tanz wieder finden. Seite links, rock, step zurück, sleep, behind, side, cross, hold, side.
Also auf alle Fälle ist das Tanzen das sehr Schöne. Ich habe zu Hause einen Nicht-Tänzer. Und aus diesem Grund habe ich was gesucht, wo ich alleine mich auch sportlich betätigen kann, auch Spaß habe, tanze gerne, habe die Musik, habe die Gemeinschaft mit den anderen Frauen zusammen. Und das macht seit 2018 jetzt riesigen Spaß. Und ich gehe zweimal in der Woche zum Line-Dance, jeweils 3 Stunden. Super. Man hat was für die Ausdauer, muss ich sagen. Die Kraft muss man trotzdem noch zu Hause machen oder in einer anderen Sportart. Aber für die Ausdauer ist es auf alle Fälle gut. Und die Knochen, für die Knochen und Knie ist es auf alle Fälle gut. Hallo, wir sind die Line-Dance-Gruppe von Freiburg. Ich bin die Älteste, ich sage auch mein Alter. Ich werde 81. Mir macht es seit 2009 Spaß, so lange bin ich hier dabei. Und ich finde es immer noch sehr schön zu tanzen über Gemeinschaft. Hallo, ich bin die Marie. Ich bin junge 24 Jahre, mache das jetzt seit 2,5 Jahren und ja, bin froh hier zu sein und wurde auch ganz lieb aufgenommen.